Okay, Leute, ich glaube, Aufzeichnung läuft. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ich nehme gerade einfach dieses Video bei Zoom auf. Also ich bin allein in der Konferenz und habe dann einfach auf Meeting aufzeichnen. Heute wollte ich einfach so ein spontanes Lebensupdate, glaube ich, geben. Ich weiß gar nicht, das ist hier ungeskriptet und ungeplant. Mal gucken, ob ich das schneide oder in One-Cut lasse, mal so Real Talk-mäßig. Wir waren gestern mit Laura auf Instagram live und da wurde ich auch schon von der einen oder anderen Person gefragt, was eigentlich gerade bei mir abgeht. Hä, ich habe einen neuen Job, was mache ich da eigentlich genau? Und die liebe Inga hatte auch auf YouTube in den Kommentaren geschrieben, weil ich ja gesagt habe, dass ich quasi freiberuflich angefangen hat. Also was heißt freiberuflich? Ja, das ist meistens auf Honorarbasis. Also wenn man unterrichtet, macht man das meistens auf Honorarbasis. Und dann ist man eigentlich freiberuflich und muss so sein Steuerkram und alles selber machen und sich darum kümmern. Ja, hat seine Vorteile, hat seine Nachteile. Ich kenne mich nicht so gut damit aus. Ich musste mich auch nicht so richtig reinfuchsen, weil ich habe nämlich was anderes entdeckt. Genau. Ach so, Inga hatte mich darum gebeten, mal zu sagen, bei wem ich da bin. Genau. Und weil ich glaube, ihr Mann auch sowas in die Richtung machen könnte oder so, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich glaube, das war Mathe und Physik oder so, ne? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass ich ja auf Jobsuche war. Ja, ich roll mal von ganz, soll ich mal von ganz anders, von ganz anders, von Anfang an. Also eigentlich kennt ihr ja meine Stories. Ich kann euch ja auch die Videos verlinken, wo ich darüber rede, was ich eigentlich vorhatte und wie Corona dann meine Pläne durchkreuzt hat und gehe da jetzt nicht weiter drauf. Also Kurzfassung ist, ich habe mein Studium beendet, dann wollte ich erstmal so ein bisschen runterkommen und hatte halt noch meine ein oder anderen Nebenjobs, die ich halt während des Studiums auch hatte. Das war auch unter anderem, das war eigentlich genau das Gleiche, was ich jetzt auch vorhabe. Das ist ganz witzig. Also ich habe in einem Lernzentrum, war ich tätig und habe da auch so ein bisschen Nachhilfe gegeben und dann hatte ich noch so Promotionsjobs, wo ich auch oft in Hannover war, wo ich halt einfach immer die Strecke von meiner Heimat bis Hannover gefahren bin, teilweise oder nach Braunschweig, je nachdem, wo es halt war. Und ja, teilweise hatte ich dann auch echt Abzug wegen Fahrtkosten. Es wurde nicht immer erstattet, hat sich aber für mich trotzdem gelohnt. Und jetzt, wo ich in Hannover wohne, überlege ich halt, das auch noch zusätzlich zu machen, aber das dann halt nur so nebenbei. Das sind so Promotionsjobs. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also, wir haben zum Beispiel oft im Stadion gearbeitet bei Fußballspielen. Ich habe auch Dings gesehen. Wie heißt er nochmal? Gerd Schröder. Habe ich gesehen von weitem. Also so im VIP-Bereich. Dann steht man da mit den Bändchen und macht die Tickets ab und sagt Hallo und ist da eigentlich so eine Art Hostess im Stadion. Ich glaube, so heißt es. Oder man kann auch, also es gibt verschiedene Aufgaben. Du kannst auch Seating machen und die Leute zu ihrem Platz begleiten. Dann hast du halt so ein Tablet in der Hand. Und es gibt unterschiedlichste Aufgaben bei diesen Promotionsjobs. Da bin ich übrigens gerade aktuell nicht drin, aber ich überlege das halt zusätzlich als Nebenjob zu machen, weil ich halt an den Wochenenden, keine Ahnung, wenn mir langweilig ist, weil aktuell kann man ja irgendwie nichts Spannendes machen außer arbeiten. Und mir ist mittlerweile so langweilig, dass ich mir denke, okay, dann nutzt die Zeit halt einfach zum Arbeiten, wenn du noch genug Energie hast und Hummeln unterm Hintern und aber gerade keinen Bock hast, dich mit irgendwem zu treffen, dann geh halt einfach arbeiten. Da bist du auch unter Menschen, aber musst nicht so close mit irgendwem sein. Das ist auch wieder lustig, ne? Wie ich versuche, meine sozialen Batterien aufzuladen, ohne ein zu krasses Commitment einzugehen. Das ist so, okay. Ja, was wollte ich sagen? Genau, das habe ich früher halt gemacht gehabt. Genau, aber da gab es auch unterschiedliche Sachen. Also es gab so Deutsche Bahnjobs, dann warst du dann halt mit am Gleis und hast den Leuten geholfen, ihren Anschluss zu finden und so. Wenn da zum Beispiel Bauarbeiten waren und deswegen viele Züge ausgefallen sind oder sowas, das war, by the way, mein Lieblingsjob da. Also das war immer richtig chillig halt einfach, weiß ich nicht.
Es gibt halt Unterschiedliches. In Braunschweig im Stadion war es halt immer so, dass man eher in der Gastro tätig war, also so richtig gekellnert hat. Das war mir zu stressig, das habe ich, glaube ich, einmal gemacht. Und was gab es denn noch alles so Schönes? Ja, also wenn ihr wissen, wenn ihr Studenten seid und einen Nebenjob braucht, der nicht schlecht bezahlt ist und deutschlandweit ist, dann könnt ihr mir auch gerne bei Instagram oder eine E-Mail schreiben. Ich finde, das ist eine super Sache, vor allem, weil ihr auch komplett frei seid in der Zeiteinteilung. Also ihr könnt Aufträge annehmen und ablehnen, aber es ist halt etwas Geringfügiges. Also es gibt nicht immer Aufträge. Das ist jetzt nichts, wo man jetzt ein krass regelmäßiges Einkommen hat, auf das man sich jetzt verlassen kann. Also wenn ihr das nur so zusätzlich machen wollt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Dann kann ich, ja, dann kann ich euch da vielleicht auch so ein bisschen reinschleusen. Vielleicht, genau, wie gesagt, vielleicht mache ich das jetzt auch bald wieder zusätzlich, aber komme ich jetzt mal zur Hauptsache. Hey, ich habe so durcheinander geredet. Was soll ich denn eigentlich erzählen? Genau, das habe ich damals gemacht. Und damals war ich im Lernzentrum auch als Nachhilfelehrerin tätig. So nach meinem Studium, dann habe ich das alles so ein bisschen ausdümpeln lassen. Ich war ja voll in meiner spirituellen Phase und voll auf Rückzug, weil ich habe ja jahrelang neben dem Studium bei McDonald's an der Kasse gejobbt. Und das ist halt einfach so ein Ding, ne? Das hat, also, ich bin ja eigentlich eher introvertiert. Also, ich würde sagen, ich bin ein bisschen ambivert. Also, das sind ja immer nur Tendenzen. Man ist ja nie ganz das eine, sondern, und es kann sich auch im Laufe des Lebens verändern. Aber ich würde sagen, dass ich mich immer, also, dass ich in den letzten Jahren immer introvertierter geworden bin und das extremstens so meine Extrovertiertheit so verlangt hat, fast schon. Also, meine Batterien waren danach immer aus. Ich war so durch, wirklich die ganze Zeit. Dieses Studium, es hat sich so in die Länge gezogen, dadurch, dass man arbeiten musste, um das finanzieren zu können. Dann ist es immer teurer geworden. Das war dann am Ende echt so, ich hätte nur noch in diesem Semester abschließen können. Ansonsten wäre ich, glaube ich, von der Uni geflogen, weil ich mir das einfach nicht mehr länger hätte leisten können. Und genau in dem Semester habe ich natürlich auch abgeschlossen, ne? Ich brauche immer erst so einen Extremfall von außen, damit ich mal irgendwas, ja, wenn der Knall von innen nicht da ist, dann muss er von außen irgendwie erzwungen werden. Kennt ihr das? Keine Ahnung. So der Knall, ne? Ich weiß, was ich meine, glaube ich. Auf jeden Fall, das war ja dann so. Das habe ich dann so ausdümpeln lassen. Und dann hatte ich vor, weil das wollte ich schon immer, ich wollte schon immer mal machen, einfach so, ich wollte schon immer mal Kinderanimation machen im Hotel. Ich finde das so lustig. Also allgemein finde ich dieses ganze Animationsding in Hotels so witzig irgendwie. Ich mag das irgendwie. Und ich mag dieses, du bist irgendwo anders in einem fremden Land, aber du bist in so einer deutschen Struktur wie in so einem. Oder ich hatte mich ja dann bei TUI beworben, das ist ja eine schweizerisch, sagt man das so, Firma. Aber das ist ja schon so, also das ist halt dieses, ich meine, in diesen Hotelkomplexen ist es ja alles total getaktet, ne? Also du hast diese Sicherheit durch diese Routine halt so total, weil du kriegst alles, deinen ganzen Tagesablauf vorgeplant. Und klar, es ist auch wahrscheinlich ein hammerharter Job, aber ich wollte das schon immer machen und ich habe das dann halt auch nur für 3 Monate machen wollen, weil ich mir dachte, oh Gott, am Ende findest du das richtig scheiße und dann kannst du das nicht ertragen, das so lange zu machen. Mach das erstmal für 3 Monate. Vielleicht kannst du ja dann verlängern, wenn es dir so viel Spaß macht oder so. Dann hatte ich mich da ja beworben. Und das, ich hatte gerade meinen ganzen Papierkram durch. Und dann habe ich in dieser Zwischenzeit, dachte ich dann, okay, bevor ich ausreise, also der Plan war dann eigentlich, wenn mir das gut gefällt, also die Überlegung war vielleicht ein, ich hatte dann auch mit denen schon gesprochen. Ich meinte, weil die auch zu mir meinten, ja, für welche Position. Ich meinte so, ist jetzt ein bisschen untypisch, weil ich ein abgeschlossenes Studium habe. Aber ich würde das einfach gerne machen. Aber ich kann mir halt vorstellen, in Zukunft auch irgendwas anderes zu machen, wie Reiseleitung und so weiter und so fort, je nachdem, was ihr braucht. Und ich hätte mich da auch mit meiner Supervisorin mega verstanden und die haben mich dann angenommen und sie meinte auch, ja, schauen wir mal in Zukunft, wie es dir gefällt und la. Und war alles tippitoppi. Ich bin da reingekommen, ich habe mich total gefreut. Ich dachte so, ey, wenn ich mich gut dann mit diesem Konzept und mit denen und so verstehe, dann kann ich ja echt irgendwie in der Saison arbeiten und außerhalb reisen. Ich habe halt auch ein paar Freundinnen auf Ibiza, also was heißt auf Ibiza? Ich habe eine Freundin in Ibiza kennengelernt, die da eine Zeit lang dort gelebt hat und auch bei TUI gearbeitet hat und so ein Freundeskreis dann da hatte, die halt auch alle da gearbeitet haben und fand das halt, das hat mich damals so angefixt. Vielleicht kennt ihr auch noch meine Ibiza-Vlogs, kann ich auch noch mal verlinken, dann wisst ihr,
auch ungefähr, wen ich meine und so. Und ja, da habe ich halt so mitbekommen, dass halt diese Leute das so machen, dass sie halt in der Saison arbeiten und dann halt wenn keine Saison ist, also meistens über den Winter irgendwie in wärmere Länder, irgendwie Thailand oder Bali, wo es halt warm ist, aber wo auch der Lebensunterhalt total günstig ist, wo man dann halt den Winter verbringen kann, ohne dass man da jetzt super viel Geld irgendwie los wird und trotzdem dann noch reisend. Und dann hat man ja auch die Zeit und dann im Sommer, in der Sommersaison halt quasi wieder arbeiten. Aber man kann das ja eigentlich auch machen, wie man will. Man kann ja auch Wintersaison machen und keine Ahnung, ins Skigebiet. Man muss ja nicht unbedingt Skilehrer sein. Man kann ja auch da irgendwas anderes machen. Einer Bar sein oder Kinderbetreuung oder so. Also tatsächlich habe ich mich mit solchen Sachen beschäftigt, was halt auch viele nicht verstanden haben. Vor allem aus meinem Bekannten- und Familienkreis, die war dann so, hä, du hast ein abgeschlossenes Masterstudium und du willst solche Billo-Jobs machen, so brennst du irgendwie? Und ich war so, nee, mir ist egal, ich will alles machen. Ich mache irgendwann was anderes. Ich war so voll so, ich hatte dieses Theoretische so satt, ich wollte einfach so ein bisschen raus und Halligalli und ich habe mich das vorher nie getraut. Und das erste Mal war es von meiner Persönlichkeit, ich wollte gerade Personality sagen und dann dachte ich, nimm doch lieber das deutsche Wort. Was von meiner Persönlichkeit das erste Mal so, dass ich mir gedacht habe, ja Mann, jetzt traue ich mich das, jetzt will ich raus in die Welt und dann kam, genau, dann habe ich gedacht, und davor mache ich noch ein Praktikum bei unserer Lokalzeitung, weil dann habe ich aber auch gleichzeitig was in meiner Branche gemacht, weil meine Branche ist eigentlich Journalismus und alles, was ich so online mache, ist dann auch so mein persönlicher kreativer Output, aber zum Beispiel auch, wenn ich irgendwie in Gesprächsrunden bin oder auch Interviews führe oder so. Das ist so richtig, da bin ich eigentlich auch intuitiv in meinem Element und das sind halt auch so die Sachen, wo ich mich, also ich hatte halt mein Hauptstudium und nebenbei, klar, als Geisteswissenschaftlerin muss man sich immer irgendwie fragen, okay, in welche Richtung soll das eigentlich beruflich gehen und dann da halt ein bisschen Erfahrung sammeln. Und bei mir war das halt immer der journalistische Bereich. Also ich habe diese ganzen journalistischen Kurse an der Uni belegt und nebenbei gemacht und auch mit sehr gut abgeschlossen, fast immer. Und ja, da liegt halt auch so ein bisschen meine Begabung. Und meine Begabung liegt ja auch eigentlich am meisten im Schreiben. Also reden geht auch gut, kommt auf die Situation drauf an, aber viel, also viel, viel besser als mein Schriftliches. Da fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser. Ja, viele sagen ja, oh, schreiben, nee, ich mache lieber eine Präsentation. Nee. Ich schreibe die lieber eine Hausarbeit oder keine Ahnung, bevor ich eine Präsi mache. Das ist echt krass bei mir. Mit der Kamera bin ich voll Best Friends. Wenn Menschen dabei sind, dann sieht es wieder anders aus. Kommt aber auch immer auf die Situation und auf das Thema drauf an. Ne? Oh, die Sonne geht gerade, guck mal, die Sonne geht gerade runter und es scheint hier so. Ich liebe dieses Zimmer, was ich bei meiner Mama zuletzt hatte. Das ist quasi mein altes Kinderzimmer, ne? Und ich liebe das so sehr, weil ich hier in zwei Richtungen Fenster habe und dadurch ist das eins der hellsten Zimmer hier. Und ich bin so ein krasser Lichtmensch, Leute. Okay, das macht so viel mit meiner Psyche. Okay, random Side-Fact. Auf jeden Fall, ja, wie war das dann? Und dann, jetzt habe ich echt von vorne angefangen, bis ich jetzt zu jetzt komme, weiß ich auch nicht mehr weiter. Es wird ein verdammt langes Labervideo. Ja. Reflexion der letzten Jahre eigentlich mittlerweile, ne? Heftigst, das war ja dann 2019, als ich mein Studium beendet habe, ja? Im September, Oktober die Zeit rum halt. Und dann, genau, und das, was ich jetzt erzähle, ist dann Anfang des Jahres 2020. Genau, da habe ich mein Praktikum bei der Lokalzeitung angefangen, dann habe ich das gemacht und danach wollte ich halt mit der Hilfe von TUI quasi, was macht man, wenn man kein angespartes Geld hat, zum Reisen? Man arbeitet im Ausland. So, das war halt mein Gedanke, ne? So wollte ich das dann machen. Das war der Plan. Dann 2 Wochen, in meinem Praktikum und dann sollte ich zu Hause bleiben. Dann war Risiko. Erster Lockdown und alles. Und ja, so bin ich halt voll in der Arbeitslosigkeit gelandet, ne? Also dann ging halt gar nichts mehr. Und dann dachte ich, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich natürlich erstmal Jobcenter-Leistungen beziehen müssen, also ALG 2.
was eigentlich auch gar kein Thema war, weil ich war ja zu dem Zeitpunkt bei meiner Mama. Ich hatte mein WG-Zimmer in Göttingen aufgegeben. Ich hatte die Möbel, also ich hatte ja nicht so viele Möbel. Ich meine, ich hatte nur ein Zimmer, aber trotzdem, das war so, die eine Hälfte habe ich meiner Schwester geschenkt, weil ich wollte einfach nur weg. Ich wollte nichts in Deutschland, was mich hier irgendwie hält. Und ich dachte so, ja, hier, Melissa, nimm mein Bett, nimm meinen Tisch. Die Schränke habe ich irgendwie bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Nee, ich glaube, meine Kommode, mein Bücherregal habe ich meiner Mitbewohnerin einfach geschenkt, weil sie war so lieb zu mir und hat mich alles mitnutzen lassen und alles, ohne jemals irgendetwas zu verlangen. Und ich dachte mir so ganz ehrlich, was andere Leute teilweise für Abschlagkosten und so weiter und so fort haben, weil Gaga. Und deswegen, sowas Nettes muss auch mal belohnt werden, ne? Und ja, das habe ich ihr dann geschenkt, weil sie immer so lieb und nett zu mir war. Und ja, dann genau. Ich hatte nichts mehr. Ich war in meinem alten Kinderzimmer. Ich wollte bald los und dann das. Und dann habe ich das erstmal beantragt, wie gesagt. Und dann saß ich und es war ja eigentlich auch voll. Also es hat das für mich, ich habe mich rich gefühlt, weil natürlich hatte ich hier nicht wirklich Ausgaben, ne? Und hier auf dem Land kannst du auch nicht viel kaufen. Da kannst du jetzt auch nicht in irgendeine Konsumwaren verfallen oder so, außer du machst die ganze Zeit Internet-Shopping. Aber ich bin so ein Mensch, ich mache sowas nicht. Da bin ich sehr diszipliniert. Und für mich war das dann halt so, ich habe jeden Cent in meine persönliche Weiterentwicklung gesteckt. Ich habe dann so Online-Kurse gemacht. Dann habe ich mich da so ein bisschen rumprobiert, weil ich dachte mir so, ich hatte ja eigentlich auch immer mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen. Und so fing das an. Und dann dachte ich so, Coaching, Bereich Coaching, weil ich da halt auch für mich selber schon so viel Positives erfahren durfte. Dann habe ich halt überlegt, okay, soll ich in die Richtung, traue ich mir das zu, Coach zu sein, mich selbstständig zu machen? Ich war auch echt schon in die Richtung unterwegs, aber ich hatte dann so einen Mental Breakdown, Depression. Also ich glaube, es ging vielen so in dieser Phase, innerhalb dieses Covids, dass wir, also dieser Covid-Zeit, wie man es auch nennen soll, dass wir einfach echt so heftig mit unseren Schatten konfrontiert waren. Und ich habe dann verschiedene Kurse gemacht, aber dann teilweise auch abgebrochen. Also ich hatte auch irgendwie einen Burnout dann davon. Eine Zeit lang habe ich mir so einen Druck gemacht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt in 2 Monaten muss ich jetzt so viele Kunden haben, dass ich direkt von dem Jobcenter in die Selbstständigkeit voll reinspringen kann und dann mache ich das, dann ist das mein Beruf und ich schaffe das. Ich wachse da irgendwie rein, ich schaffe das irgendwie. Und im Endeffekt, natürlich wäre es möglich gewesen und ich hatte auch Anfragen und so. Es war gar nicht so, also es war gar nicht so, dass von außen überhaupt nichts kam, dass man hätte sagen können, okay, du bist jetzt hier total gegen eine Wand gefahren, ne? Es gibt immer mal wieder Leute, die so, so gerne von mir begleitet werden wollen. Ich bin nicht ready dafür. Also ich habe nicht das Fundament dafür. Ich habe nicht, so viel Sicherheit habe ich in mir nicht. Das ist einfach dieses, das ist halt auch, Mann, das wird jetzt hier voll der lange systemkritische Talk wieder, aber irgendwie muss es auch gerade raus. Das ist dieses, das habe ich gestern Abend im Live auch schon gesagt. Wenn man an einer ganz normalen Schule war und dann studiert hat und die ganze Zeit im System, du kriegst die ganze Zeit vorgesetzt, was du zu tun und zu machen hast. Und in deiner Freizeit chillst du eigentlich nur oder machst irgendwas Krasses, also was heißt Krasses, aber machst irgendwas mit deinen Freunden einfach, aber auch um so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Und diese intrinsische Motivation, wirklich etwas kreieren zu wollen oder einfach dieses, oder einfach etwas nur zu machen, weil du Lust darauf hast, ne? Ich finde, das wurde uns so dolle ausgetrichtert durch Schule und durch alles Mögliche. Das ist halt dieses, ich habe eine Idee, ich möchte eigentlich was machen. Und dann denke ich mir so, ja, aber ich habe ja andere Pflichten. Und ich hatte diesen Gedanken auch, als ich überhaupt gar keine anderen Pflichten hatte. Wisst ihr, was ich meine? Wie verkorkst wir deswegen einfach sind? Ich finde es einfach so heftig. Es ist dieses, ich kann es nicht, dass ich etwas einfach nur aus der Freude heraus mache, weil ich das jetzt, ich habe teilweise gar keinen Zugang mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was mir Freude bereitet, teilweise, weil ich ja das die ganze Zeit immer unterdrücken musste, wie alle von uns, weil wir lernen mussten, Hausaufgaben machen mussten, in die Schule gehen mussten. Und wenn man keinen Bock hatte, war es eben dieses,
Ja, ich muss das jetzt aber. Und in der Freizeit hat man halt eher so gechillt. Aber wer hatte denn da die Muße, sag ich mal so, jetzt so krasse Projekte zu machen oder so? Also klar, kann man auch. Aber ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich brauche ganz, ganz viel Me-Time. Ich brauche auch ganz, ganz viel Entspannung. Und ich bin auch nicht so ein Workaholic oder so. Bin ich nicht. War ich nie. Und ich war die ganze Zeit in diesem System schon über meinem Pensum. Deswegen habe ich auch so lange, also am Anfang des Lockdown und alles, ich war ja sowieso schon total runtergefahren und ich dachte mir so, ja gut, gehe ich halt noch mehr in mich und arbeite an mir und so weiter und so fort. Laura hat ja dann auch irgendwann angefangen, Yoga-Kurse zu geben. Das war mega, mega cool. Das fehlt mir auch so sehr. Ich habe schon geguckt, ob es in meiner Nähe was gibt, aber ich will nicht. Ich will Yoga bei Laura machen. Und ja, sie ist ja jetzt schwanger und es ist alles ein bisschen pausiert, aber ich freue mich, wenn es irgendwann mal, ich wirklich freue mich so drauf, wenn es irgendwann mal wieder losgeht, dann bin ich da voll am Start. Ja, und jetzt habe ich wieder ein bisschen den Faden verloren, aber wisst ihr, was ich meine? Diese intrinsische Motivation, einfach etwas zu machen und diesem Impuls, sich zu trauen und zu erlauben, diesem Impuls wirklich einfach zu folgen. Wie so ein kleines Kind, das will irgendwas spielen, das macht es dann einfach. Das denkt nicht drüber, doch, habe ich vielleicht andere Pflichten, die ich als erstes erledigen muss? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ah, ne? Diese Scheißsprüche, wirklich, ist so eingetrichtert. Naja, und dann war das so, und dann hat mich das aber alles, ich bin psychisch abgekackt. Ich hatte eine Blasenentzündung. Ich glaube, das hing auch alles miteinander zusammen dann. Dann noch diese ganze aktuelle Situation. Pff, keine Ahnung. Eine Zeit lang lag ich nur im Bett, hing nur am Handy und habe nur noch gescrollt. Ich mache sowas eigentlich nie. Also klar, ab und zu natürlich. Ich habe auch eine hohe Screentime, gebe ich zu. Aber ich bin jetzt nicht ein Mensch, der von morgens bis abends im Bett lümmelt und dann die ganze Zeit nur den hier macht. Eine Zeit lang war ich das. Bestimmt locker 1, 2 Wochen. So, das ist für mich schon viel. Das war auch, also ich habe irgendwann habe ich alles losgelassen und habe gar nichts mehr gemacht. Aber ich glaube auch, dass ich das brauchte. Ich brauchte das. Ich habe nämlich schon wieder so einen innerlichen Druck aufgebaut, obwohl ich ja jetzt eigentlich alles, also im Endeffekt bleibt alles in meiner Hand. Ne? Und ich hatte auch niemanden eigentlich, der mich hetzt, außer ich mich selber. Und vielleicht dumme Stimmen von außen, von denen man sich beeinflussen lässt oder nicht, aber im Endeffekt muss man sich ja nicht davon beeinflussen lassen. Naja, und dann, jetzt habe ich die Story echt so richtig von Anfang erzählt. Ne? Aber vielleicht muss das einmal so raus und dann habt ihr das so im Ganzen und wen es interessiert, den interessiert und wen nicht, der Yallabai, Kartoffelbrei, dann, müsst ihr halt wissen, so, ne? Ja, naja, und dann habe ich mir, dann ist es mit dem Ausland. Und ich habe aber immer noch hin und her, ich habe eine Zeit lang auch so, ich war kurz davor, nach Portugal auszuwandern. Ich wollte Kanar, ah, nee. Genau, ich wollte erstmal Portugal, dann wollte ich unbedingt Teneriffa oder so. Dann habe ich die ganze Zeit mit Zypern geliebäugelt. Aber ich bin nicht so ein Mensch, der unbedingt so richtig weit weg muss. Also zum Reisen ja, vielleicht, aber so zum Auswandern wäre mir das zu heftig gewesen. Aber dann habe ich halt geguckt, okay, was ist so hier so, wo du nicht so viele Flugstunden von Deutschland und von der Türkei. Ich habe nämlich dann auch mit Zypern geliebäugelt. Ich dachte so, da bin ich recht nah an der Türkei, aber kann trotzdem meine Euros verdienen. Ist ja vielleicht ganz attraktiv, der Gedanke. So, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wegen dieser ganzen Situation habe ich mich das nicht getraut. Das hat was mit meinem Sicherheitsempfinden zu tun. Ich habe sowieso, also das, was ich da so als am Fundament habe, habe ich mir erst im Nachhinein als erwachsener Mensch aufgebaut. Ich glaube, ich habe ein ziemlich starkes Fundament schon, so ein Grundsicherheitsgefühl schon in der Kindheit. Also ich bin nicht so eine, die jetzt irgendwie so eine zerrüttete Kindheit hatte, als dass sie diese Grundsicherheit gar nicht zu spüren bekommen hat. Nur bei mir hat sich das dann irgendwann gewandelt und irgendwann hatte ich das, wurde das halt echt kaputt gemacht irgendwie bei mir. Und ich musste mir das erstmal wieder so ein bisschen zurück, also einfach aufbauen wieder. Und ich habe einfach gemerkt,
auch dieses Ganze, eben scheinbar brauche ich jemanden von außen, der mir sagt, du musst, sonst ziehe ich Sachen nicht durch. Und das ist echt traurig, aber ja, auch das mit dem Unterrichten. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Teil. Also, ich habe dann nämlich gedacht, okay, nein, ich gehe nicht ins Ausland, ich traue mich gerade gar nichts. Es war dann auch Winter. Ich war so voll in meinen Rauhnachtszeremonien, als dann meine Mama irgendwann meinte, weil sie dachte, bei mir tut sich gar nichts mehr im Leben, wenn sie mir jetzt nicht einen Arschtritt gibt. Und meine Mutter ist halt einfach eine Taffe. Sie ist dann, ihre Erziehungsmaßnahmen sind dann eher so militärisch angehaucht. Sie war dann so, ja, ganz ehrlich, zieh aus. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Einfach nicht, weil sie keinen Bock mehr auf mich hatte, sondern weil sie, glaube ich, dachte, okay, wenn ich ihr keinen Arschtritt gebe, dann macht die gar nichts mehr. Und ich bin ja so ein mega stolzer Mensch. Und dann dachte ich so, gesagt, ich soll gehen, ich verschwinde hier sofort. So, ne? Ich meine, ich hatte das sowieso vor, aber bei mir dauert alles lange, bis ich wirklich in Aktion trete. Aber das ist auch meine Persönlichkeit. Also es dauert alles ein bisschen länger. Und es ist auch okay. Bin ein langsamer Mensch. Ist auch okay so. Aber ja, wie gesagt, manchmal kommen dann so Sachen von außen, die dann sagen, hier, bis hierhin und nicht weiter. Das war irgendwie wieder so ein Punkt. Und dann dachte ich mir so, okay, ich ziehe jetzt erstmal aus. Ich habe mich schon die ganze Zeit auch in Deutschland beworben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war immer nur so halbherzig und deswegen hat es auch nicht geklappt. Ich habe mir keine Mühe bei meinen Bewerbungen gegeben. Ich habe nicht hinterher telefoniert oder so. Ich war einfach so, ja, ich bewerbe mich doch, was soll ich noch machen? Aber so richtig, wenn man was wirklich will, dann kriegt man es ja auch. Dann reißt man sich ja auch den Arsch auf dafür. Das habe ich nicht gemacht. Auf keinsten. Ich habe mich immer so alibimäßig beworben und teilweise hat man ja dann gar keine Antworten bekommen. Und wenn ich dann eine Antwort bekommen habe, war ich so, oh Gott, Zusage. Absage. So war das einfach. Ich hatte einfach keinen Bock auf nichts, Leute, ganz ehrlich. Ich war auch ein bisschen lost dann. Und dann dachte ich mir, okay, zieh erstmal aus, geh in eine größere Stadt und dann schau weiter. Und dann habe ich überlegt, wohin, was sind die größeren Städte in der Umgebung? Braunschweig oder Hannover. Und dann habe ich halt relativ schnell in Hannover was gefunden und ja. Es war einfach mega, mega, mega unkompliziert und genau das war mein Wunsch. Ich wollte einfach so unkompliziert wie möglich und so schnell wie möglich umziehen. Das hat dann auch geklappt. Dann bin ich halt nach Hannover gezogen. Aber bis das auch alles durch war mit Umzug und dass man das dann, dieser ganze Papierkram, der dann da dran hing, weil ich ja eben also Leistung bezogen habe und nicht irgendeinen Job hatte und das. Hing ja dann, also ich musste ja dann erstmal eine Zusage bekommen, dann ging das los mit dem Papierkram. Oh Leute, und das hat so lange gedauert, das hat bis Ende Februar gedauert, bis es durch war und ich mein Geld bekommen habe. Das ist so krass und also meine Vermieterin hat dann auch so lange auf die Miete gewartet und so. Die Frau ist echt so nett, was das angeht. Ich habe mal wieder richtig Glück. Es ist immer so Glück im Unglück irgendwie so ein bisschen. Naja, auf jeden Fall war das dann so. Und dann bin ich, aber es hat geklappt, ich bin umgezogen, es ist so dieses, ich habe mir für 2021 vorgenommen, dass ich mir immer nur ein Ziel setze und das dann halt erstmal erreiche und mir dann überlege, okay, was will ich denn jetzt als nächstes unbedingt erreichen? Damit ich nicht diese Jahresziele habe, von wegen, das sind meine 5 bis 10 Jahresziele, weil das demotiviert mich und innerhalb des Jahres verändere ich mich ja auch und dann will ich das vielleicht auch gar nicht mehr. Und so ist es aber dieses, okay, was ist jetzt als nächstes dran? Ich mache das erstmal und fokussiere mich nur darauf und alles andere lasse ich weg. Das ist dieses Jahr mein Manifestationstipp Number One. Wenn ihr meine Videos geguckt habt, dann wisst ihr das auch. Ja, und dann habe ich das halt so gemacht und ja, dann war ich in Hannover. Wie gesagt, mit dem Umzug hat sich auch alles gezogen wie Kaugummi. Und dann, jetzt komme ich eigentlich erst zum richtigen Thema. Habe ich erstmal meine Lebensgeschichte erzählt. Seid froh, dass ich nicht bei meiner Geburt gestartet bin mit dieser Story. Oder sagt man es so? Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, so war das dann, Leute. Und wie gesagt, dann war ich in Hannover. Habe mich immer noch nur so halbherzig beworben, musste erstmal mich ausruhen von dem ganzen Papierkram. So dumm eigentlich, ne?
Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, du wolltest ja auch immer mal, also ich habe mal darüber nachgedacht, okay, was habe ich zuletzt gemacht? Okay, ich war bei der Zeitung. Was war bei der Zeitung? Ich war da in der zweiten Woche, dachte ich schon so, oh, ich habe keinen Bock. Also was halt mega spannend ist, ist zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen, da überall vorne mit dabei sein, dann Reportagen darüber machen und so. Also sowas mag ich und ich schreibe ja auch gerne. Aber dieses Ganze, du sitzt dann da vor dem Computer und schreibst den ganzen Tag. Es ist in jedem fucking Beruf machst du eigentlich den ganzen Tag das Gleiche. Obwohl das ist ja eigentlich schon ein abwechslungsreicher Beruf. Aber ich dachte mir so, ich saß da und dachte so, ich habe meine Kinder vermisst. So von der Nachhilfe, ne? Und dann dachte ich so, ganz ehrlich, wenn ich mal so Revue passieren lasse, was ich bis jetzt gemacht habe, und ich meine, das ist nicht viel. Ich bin eher ein theoretischer Mensch. Ich habe halt eigentlich die ganze Zeit nur Schule und Studium gemacht, so richtig, wenn man so will, ne? Aber trotzdem, ich dachte mir so, ganz ehrlich, das Unterrichten war so, war doch noch das, was mich am ehesten irgendwie erfüllt hat. Weil wenn man dann sieht, dass man den Kiddies da wirklich hilft, dann freut man sich einfach. Und ich bin halt auch einfach im 1:1 am stärksten. Also wenn ich wirklich mit einer Einzelperson arbeite, das liegt halt auch daran, dass ich Projector bin und in unserer Aura. Also wir können uns eigentlich gar nicht so auf, also wir können auch gut Gruppen leiten, aber dieses Konzentrieren auf mehrere Personen geht eigentlich gar nicht. Da bräuchte man so eine Generator-Aura für. Ich habe halt so eine, ich bin auf eine Person fixiert, Aura. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist das dann halt auch, also man sagt halt auch, dass das die im Coaching dann halt von Vorteil ist zum Beispiel und dass 1:1 eigentlich die Stärke ist. Ja, wobei ich eigentlich auch voll das so gut bin im Räume halten und dann so bestimmen, also so den Spielball so hin und her geben, zum Beispiel, wenn man in so einer Zoom-Konferenz ist oder so. Naja, egal, das ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall war das dann so, ich dachte mir so, ja, okay, du wolltest ja auch schon immer mal ausprobieren, ob du es wirklich schaffst, mit dem Unterrichten dich selbstständig vielleicht zu machen, wenn ich dann irgendwann meine genug Schüler habe, weil das ist nicht schlecht bezahlt, du bist von irgendeiner Steuer befreit, ich weiß nicht genau, hab's wieder vergessen, aber weil du halt unterrichtest, und also hast du halt auch steuerliche Vorteile und von daher ist es so als Neben- oder Teilzeitjob eines der besten Dinge und was mich halt auch so abgeschreckt hat, davon weiter in den Journalismus reinzugehen oder gegebenenfalls noch ein Volontariat zu machen, ist, dass ich dann halt wirklich eine 40-Stunden-Woche wahrscheinlich gehabt hätte. Ne? Und Leute, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Also vielleicht probiere ich das nochmal. Vielleicht mache ich es trotzdem. Vielleicht ziehe ich es trotzdem irgendwann nochmal durch. So, mal gucken. Ich habe mir jetzt erstmal so eine Zeit gesetzt bis Ende des Jahres mit Hannover und meinem Job und allem. Ich habe gesagt, okay, das steht jetzt so und das ziehe ich jetzt mindestens bis Ende des Jahres durch. Aller mindestens. Ne? Also ich will mich da, außer es passiert irgendwas Krasses, aber ich will mich da jetzt so richtig reinhängen und reinfuchsen und auch wirklich mal, ich muss mir so Mindestzeiten auferlegen, wo ich mal dranbleibe, weil mit meiner Scanner-Persönlichkeit möchte ich sonst die ganze Zeit springen. Und das hat halt natürlich auch so seine Nachteile, so, ne? Und das geht halt auch nicht irgendwie, ja. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, bis Ende des Jahres ziehe ich das jetzt so durch und dann gucken wir mal weiter. Und vor allem kann ich dann mal schauen, wie sich diese ganze Lage entwickelt. Und je nachdem könnte man sich ja dann auch nochmal neu entscheiden. Je nachdem. Ne? Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann halt, ich glaube, im März oder April, dann so langsam angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ich bewerbe mich jetzt bei so Nachhilfeanbietern, weil erst dachte ich mir, okay, ich versuche selbstständig Schüler zu bekommen. Das Ding ist, zum Beispiel die einen habe ich einmal unterrichtet und danach, die haben mir nicht mehr geschrieben, ich habe denen nicht mehr geschrieben. Und das ist so, dadurch, dass mich kein, dass mir, dass es nicht, dadurch, dass eben nicht dieser Druck irgendwie von einem Arbeitgeber oder so da ist, dass ich das machen muss, bin ich halt so, ja, also ich den jetzt hinterherlaufen. Ciao. Wenn ich will, der hat schon. Aber ich will ja auch was von denen. So, ich könnte ja auch noch mal nachfragen. Ich habe so einen Charakter, ich mache das nie. Das ist echt. Und wenn man sich selbst organisieren will, ich hatte auch so
Anfragen für beispielsweise Deutschunterricht. Ich habe jetzt auch jemanden, das ist eigentlich ein Kumpel von mir, der möchte auch bei mir Deutsch machen und ich mache es nicht mit ihm, weil ich bin jetzt in der Lage, ich bin halt bei einem Nachhilfeanbieter, die mir halt, da gehe ich gleich noch drauf ein, aber ich habe jetzt einige Schüler halt auf einmal bekommen und bin halt mich gerade so am Einarbeiten. Wie gesagt, ich bin gerade in meiner zweiten Woche. Und jetzt bin ich schon wieder an so einem Punkt, wo ich mir so denke, oh Gott, ich habe doch schon so viele Schüler, ich kann nicht privat noch mehr machen. Dabei wäre es gar nicht so, also ja, ich frage, also vielleicht mache ich es mit dieser einen Person noch, vielleicht aber auch nicht, weil ich halt wirklich schlecht, also was heißt schlecht? Scheinbar brauche ich wirklich einen Arbeitgeber aktuell, der mir, also aktuell in meinem Leben, in dem, wie ich gerade so bin, der mir sagt, du musst es machen. Und ich bin so, eigentlich habe ich keinen Bock, aber ich muss. Aber eigentlich ist es gut, weil sonst mache ich nichts. Also so voll komisch. Ich kann das gar nicht beschreiben. Na egal. Und dann habe ich da, also wie gesagt, da waren eigentlich ein paar Anfragen und so ein paar. Aber ja, ich war dann auch nicht so krass hinterher. Und ich bin halt einfach nicht so. Mir ist halt einfach auch alles scheißegal. Das ist manchmal so. Ja. Ich habe halt immer so motivierte Phasen und dann ist es wieder weg, so, ne? Naja, und dann war ich bei zwei Anbietern. Ich kann, also nicht richtig, ich war bei einem Anbieter. Ich kann jetzt auch sagen, wo das war, weil ich arbeite da jetzt nicht mehr, weil ich dann was Besseres gefunden habe, was im Angestelltenverhältnis ist, was ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Also ich bin jetzt Angestellte auf Teilzeit und habe eine über 20-Stunden-Woche auch. Und ja, bin jetzt inshallah, so semashallah, Leute, wirklich ab Juni dann officially raus aus den Leist, also aus dem ALG und Jobcenter-Gedöns und kann mich dann wieder selbst finanzieren. Genau. Und das kann ich ja gleich nochmal ein bisschen erzählen, wie das ist. Ich werde aber nicht meinen aktuellen Anbieter nennen, weil ja, ich da gerade arbeite und keine Ahnung, ich das lieber geheim halten möchte. Aber wenn ihr irgendwelche weiteren Fragen noch an mich privat habt, dann könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder bei Instagram schreiben. Dann können wir uns darüber auch noch austauschen. Vielleicht seid ihr Student und wollt auch sowas machen. Oder vielleicht seid ihr auch in einem Job, wo ihr eigentlich gar keinen Bock habt und könntet euch auch vorstellen, sowas zu machen und wollt vielleicht sowieso Teilzeit arbeiten. Das liegt euch vielleicht einfach auch. Also je nachdem, was ihr da für einen Anspruch habt, weil bei mir war es wirklich so, ich versuche das jetzt mit dem Unterrichten. Und ja, dann hatte ich mich halt bei der Schülerhilfe beworben. Das war auch das, wo ich die Vlogs dann auch gedreht habe. Das war das, wo ich die Dame zuerst so unsympathisch fand und dann auf einmal Best Friends mit ihr war. Sie war dann auch voll traurig, als ich weg war. Sie so, oh, schade und so. Voll süß irgendwie, ja. Das lief eigentlich auch ganz gut an. Also ich war halt bei der Schülerhilfe, ich habe da Online-Nachhilfe gegeben, war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Deren Online-System fand ich eigentlich sehr gut. Die machen halt momentan alles online wegen der Pandemie und das war halt mega entspannt. Also mit den Grundschülern, die brauchen immer noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, das ist aber immer so. Aber eigentlich ist meine Lieblingszielgruppe sind ja eigentlich die Teenies, ne? Wenn sie auftauchen. Die tauchen halt meistens, also oft ordentlich auch, ne? Also ja, aber die sind eigentlich so krass unmotiviert, aber irgendwie, das motiviert mich dann wieder, weil bei mir aktiviert sich dann so der Motivationscoach, der die unbedingt irgendwie erreichen möchte. Das ist ganz verrückt. Mit Grundschülern bin ich eigentlich gar nicht. Das ist mir zu viel Betreuung und Angesage. Ich habe jetzt aber ganz, ganz viele Grundschüler. Es kommt immer darauf an, ne? Ich muss mich da nämlich wirklich pädagogisch ein bisschen reinfuchsen. Bei dem Arbeitgeber, wo ich jetzt bin, da fahre ich halt zu den Kindern nach Hause. Es ist irgendwie abenteuerlich. Es macht mir auch Spaß. Die Zeit vergeht teilweise so gar nicht. Es ist auch so krass. Ich habe das Gefühl, das Jahr ist so schnell vergangen. Aber Mai ist zäh wie, weiß ich nicht, ich sag mal zäh wie Kaugummi. Kaugummi ist gar nicht so zäh, oder? Keine Ahnung. Zäh wie ein Autoreifen. Ich weiß nicht, was ich hier auch sagen möchte. Naja, auf jeden Fall. Das halt. Und ja, genau, ich war bei der Schülerhilfe und dann hatte ich mich noch bei Abacus beworben. Das sind zwei so große Nachhilfeanbieter, die es halt auch in Hannover gibt. Wie gesagt,
Bei der Schülerhilfe habe ich schon gestartet und das war eigentlich auch alles recht entspannt, aber da gab es halt auch nicht so viele Aufträge, ne? Ich habe das im April, durch den April durchgemacht und das ist gerade erst so angelaufen und damit habe ich gerade mal so unter 100 Euro verdient oder so. Also ich habe halt nur einen Kurs die Woche gehabt oder irgendwie sowas. Also ja, davon konnte ich auf jeden Fall noch nicht leben. Aber jetzt habe ich ja was, wo ich wirklich genau über 20 Stunden arbeiten kann. Und ja, dann wurde mir halt gesagt, okay, sie sind ja bei Konkurrenten, sie müssen dann halt da kündigen, sonst können sie das bei uns nicht machen. Ja, okay, weil das, was ich halt jetzt habe, ist halt wirklich, wie gesagt, im Angestelltenverhältnis. Ich genieße da alle Vorteile einer Angestellten. Das heißt, ich muss mich um meine Steuern selber kümmern. Ich habe Urlaub. Ich habe ganz normal halt eine Wie gehabt. Ich war zwar noch nie richtig in einem Angestelltenverhältnis, ist mir auch mal aufgefallen. Also klar, so nebenjobmäßig als Studentin, aber da war man auch noch unter anderen Konditionen. Ich war jetzt auch schon so voll so, echt, ist das so? Ach so, die zahlen dann meine Krankenkasse. Ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht. Das ist so, mir tut sich gerade eine Welt auf. Aber das ist genau die Sicherheit, die ich irgendwie gerade brauche. Vielleicht ist es auch wegen der suggerierten Unsicherheit im Außen. Und ich bin halt wie so ein Schwamm. Ich saug halt alles auf, dass mich das schon wieder so ein bisschen eher erschüttert hat, dass ich mir denke, okay, ich will jetzt irgendwas, was sich irgendwie sicher anfühlt gerade und ein bisschen wieder Beständigkeit in mein Leben, weil ich wollte eigentlich was ganz anderes, dann hat das nicht geklappt. Und dann, es war so ein gefühltes Hin und Her, aber gefühlt ist auch nichts passiert. Und ich versuche gerade so ein bisschen wenigstens anzukommen. Und das geht aber natürlich auch nicht, wenn ich ständig auch irgendwas anderes machen will. Deswegen das mit dieser Mindestzeit. Aber ja, so ist es. Also bei Abacus wurde ich gerade erst angenommen, habe aber nie angefangen, weil ich dann halt das andere, von dem ich den Namen nicht erzählen möchte, gefunden habe und mich super mit denen verstanden habe, weil das ist auch ein junges Team. Also wir waren sofort richtig begeistert gegenseitig. Jetzt ist die erste Euphorie bei mir auf jeden Fall abgeflacht. Ich glaube, die sind da auch sehr offen für irgendwie Kritik oder Veränderungsvorschläge und vieles. Wisst ihr was, Leute, was mir aufgefallen ist? Vieles liegt nicht an den Menschen, sondern am System und die können da selber gar nichts für. Das ist auch so mit dem Jobcenter, Alter. Die Leute werden da bestimmt den ganzen Tag so angeschrien am Telefon und so. Was die, das ist bestimmt heftig, da zu arbeiten. Die machen da aber auch so komische Sachen. Man denkt sich so, hä, sind die dumm? Aber ich denke mal, dass einfach so viele Anträge reinkommen, dass die vielleicht gar nicht mehr so die Zeit haben, dass irgendwie jede E-Mail bis ins Detail zu und jeden Umstand da zu verstehen. Und die denken sich, ah, das ist der Fall, zack, raus. Und dann, die haben mich halt auch gekickt, ne? Die haben mich gekickt jetzt für Mai. Habe ich erst vor 3 Tagen mein Geld bekommen, weil die waren der Meinung, ja, sie haben sich ja jetzt selbstständig gemacht. Erst waren die der Meinung, ich verdiene ja genug, ich brauche nichts mehr. Dann habe ich das die ganze Zeit versucht zu beweisen, dass es eben nicht so war. Dann waren die der Meinung, ich hätte jetzt, also die haben mir die übelst krassen Anlagen geschickt, von wegen, als ob ich ein Unternehmen gegründet hätte, als ob ich jetzt die übelsten Jahresprognosen machen könnte. Aber dann hat sich das ja bei mir schon wieder verändert und ich habe das ja echt nur, also nicht lange gemacht. Und jetzt schon wieder ein ganz neuer Fall. Also es ging ja dann nur noch um den Monat Mai und ab Juni bin ich ja dann eh auch raus. Und die Einnahmen vom April sind ja total, also die kann man ja einsehen. Da habe ich das alles bewiesen, habe da irgendwelche Honorarabrechnungen hingeschickt. Ich weiß noch nicht mal, ob ich diese Informationen überhaupt rausgeben darf. Das ist auch immer so, ne? Die wollen Papiere haben, die sie vielleicht eigentlich gar nicht sehen dürfen, weil das irgendwie so, man legt da seine Privatsphäre komplett offen. Also mir ist sowas ja immer egal, ich schicke das dann halt immer alles dahin. Das ist halt auch blöd, man muss eigentlich alles so recherchieren und wirklich sein Recht kennen und dann auch wirklich Dinge da schwärzen und so, wo die eigentlich gar nicht wissen dürfen, was, ne? Ich bin einfach so, ich druck meine Kontoauszüge aus und schicke das rein, weil ich denke mir so, ich hab nichts. Guck, ist die an. So, keine Ahnung. Aber jetzt ist das auch wieder durch, Leute. Ich habe mein Geld bekommen. Ich habe den Bonus bekommen auch. Für alle Bedürftigen gab es ja dieses Jahr diesen Corona-Bonus. Den habe ich auch bekommen.
Das gibt mir echt ein gutes Gefühl gerade, dass ich das geklärt habe. Und ich habe jetzt einen Job und ich bin super glücklich. Und das war nämlich das Ding. Ich hab mir das so manifestiert. Ich habe angefangen damit und ich dachte mir so, oh, ich habe aber zu wenig Schüler. Und ich bin nicht so ein Mensch, der den Menschen auch so hinterherläuft, als dass ich da irgendwie privat da jetzt noch das so aufpuffern könnte. Und dann habe ich halt versucht. Dann dachte ich halt, okay, geh einfach zu so vielen Anbietern wie möglich und lass dir von denen Schüler zuschleusen. Genau, und dann letztendlich bin ich aber wo gelandet, wo die dann halt meinten, nee, bei den anderen müssen sie kündigen. Aber dafür war das natürlich sehr attraktiv, weil ich dann da ganz normal angestellt bin. Ich wusste noch nicht mal, dass es das gibt. Und ich glaube auch, dass die eine der wenigen, wenn nicht die einzige Firma sind, die das, dieses Konzept so haben. Wie gesagt, das ist halt noch ein jüngeres Unternehmen und deswegen haben die da so ein bisschen anderes Konzept. Auch total super aufgebaut, also die Website und so. Genau, ich muss mich da noch reinfuchsen. Ich habe morgen Nachmittag auch so einen Einstiegsworkshop. Mal gucken, weil ich bin mit so ein paar Punkten echt überfordert und denke so, oh Gott, ich glaube, da brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Und ich muss mich auch noch so ein bisschen vorbereiten für wenn nicht so viele Aufgaben mit den Kiddies anstehen, dass ich dann immer was im Petto habe, was ich mit denen machen kann, wo halt auch gut die Zeit bei umgeht. Genau, dann hole ich ein paar Lernspiele. Ich habe gesehen, auf der Plattform gibt es auch was und irgendwie, es gibt auch so eine Seite, das ist für Lehrer und Nachhilfelehrer. Vielleicht kennen das auch die Lehrer unter euch oder so, keine Ahnung. Das heißt meinunterricht.de. Und ich glaube, dafür kriege ich auch noch einen Zugang und da gibt es halt auch ganz, ganz viel Material. Ich glaube, von den ganzen Verlegen ist das von Klett und wie sie nicht alle heißen, Cornelsen und so. Ich weiß nicht, wer bringt denn eigentlich die Schulbücher raus, welche Verlage. Das war übrigens auch eine Überlegung von mir, so ein Volontariat in einem Buchverlag zu machen. Und ich glaube, in Braunschweig gibt es Westermann. Da habe ich auch immer mal wieder Ausschreibungen gesehen, ja. In Hamburg gibt es Carlsen, glaube ich. Das ist so ein Kinder- und Jugendbuch. Verlag. Damit habe ich auch schon geliebäugelt. Und leider sind die ganzen anderen großen Verlage, gut, dass ich Deutsch kann und dahin will. Oder wollte, keine Ahnung. Die sind halt alle in München und München ist so krass weg und ich bin eigentlich auch gar nicht so ein doller München-Fan und ich will gar nicht dahin. Und dann war das so. Warum sind die ganzen Buchverlage in München? Ja, keine Ahnung. Das ist auch noch so in meinem Hinterkopf. Aber man kann ja immer alles machen, ne? Es liegt halt in unserer Hand, was wir machen letztendlich. Wer sagt denn, dass man jahrelang im gleichen Job sein muss? Also für mich stand fest zuletzt, ich habe einfach keinen Bock auf eine Vollzeitstelle. Ja, dann habe ich den Fokus auf Teilzeit und dann habe ich gesagt, okay, das mit dem Unterrichten und dann lief das gerade so an. Und ich habe mir das echt so richtig manifestiert, weil ich dachte mir so, oh, das ist eigentlich echt cool, aber dieses mit den Steuern und dies, das kriege ich nicht hin. Ich kriege das momentan nicht hin mit meinem Sicherheitsleck, was ich gerade habe, und meiner Unlust, mich gerade in irgendein Papierkram. Also mir hat das mit dem Jobcenter schon gereicht, wirklich. Ich bin jetzt auch erstmal durch mit Papierkram irgendwie. Ich dachte mir so, oh, wenn ich einfach ganz normal angestellt wäre, aber das Gleiche machen könnte, das wäre ein Träumchen. Und dann. Ich habe halt recherchiert im Internet und dann dachte ich so, geh doch mal auf die Uni-Seite von der Uni in Hannover und guck da mal in der Jobbörse vielleicht, weil das würde voll Sinn machen, wenn da sowas ausgeschrieben ist. Und dann habe ich es da entdeckt, das, wo ich jetzt bin. Und ja, ich bin jetzt in meiner zweiten Woche erst. Ja, da gab es auch schon so Höhen und Tiefen. Also das Schöne ist, meine Zeiten mache ich komplett selber und es ist auch relativ flexibel. Also ich kann die Zeiten auch jederzeit so verschieben, je nach, also es kommt natürlich auch auf die Kiddies und auf die Familien drauf an, wie die halt Zeit haben. Am Anfang war das extremstens viel Koordination, das kann ich auch nicht so gut. Da hatte ich erstmal einen Nervenzusammenbruch, habe geweint, war fertig mit meinen Nerven und da musste ich so viel telefonieren. Ich habe ja so eine Telefonangst, ne? Also ich wurde erstmal zugeballert mit Aufträgen, ich wollte sie auch haben, ne? Und dann hatte ich erstmal Mental Breakdown wieder und dachte so, wie soll ich das machen? Dann habe ich es irgendwie hinbekommen, aber wirklich 2 Tage habe ich echt nur also ich habe mehr geweint als organisiert. Aber am Ende stand dann mein Stundenplan. Der ist immer noch nicht so zu 100%. Ich möchte eigentlich Überstunden ansammeln, damit ich die dann gegebenenfalls, wenn Sommerferien sind oder so,
einlösen kann, aber ich bin halt gerade so noch 2 Stunden zu wenig. Also ich habe, glaube ich, jetzt 21 Stunden. Ja, ich habe einen 21-Stunden-Vertrag und ich habe jetzt, glaube ich, letzte Woche 20 Stunden geschafft. Ich habe dann da halt in meinem Konto, also ich bin dann, also es ist halt nicht so schlimm. Man kann halt Überstunden ansammeln oder man kann halt auch im Minus sein. Das ist halt nicht so schlimm, aber ja, okay, ich weiß gar nicht, ob ich das alles erzählen darf. Scheiße. Aber naja, auf jeden Fall, also ich wüsste ja gar nicht, was es ist, ne? Naja, auf jeden Fall ist es jetzt so, genau. Es ist jetzt so, dass ja, ich angestellt Nachhilfelehrerin bin. It's manifested. It didn't even exist, now does. So, ich wollte es, es ist zu mir gekommen. Erste Woche war ich, also dann, nachdem der Plan stand, war ich total euphorisch und irgendwie war es auch total abenteuerlich, zu den ganzen Familien zu fahren und die irgendwie so kennenzulernen und auch die Kinder und so. Das ist auch abwechslungsreich. Ich bin halt unterwegs den ganzen Tag. Das ist irgendwie cool. Es ist aber, also ja, und dann in der zweiten Woche dachte ich aber auch schon so, oh, die Zeit vergeht nicht. Also, aber da hatte ich auch selber keinen Bock und dann war das so, ja, wie gesagt, mit Grundschülern, die brauchen halt sehr viel Aufmerksamkeit. Und die muss man dann halt auch irgendwie krass unterhalten, damit sie am Ball bleiben und sich da nicht zu Tode langweilen, finde ich. Und ich habe da halt auch einen Anspruch, ne? An mich selbst. Vielleicht mache ich da auch voll viel Druck. Also auf die oder auf mich, ich weiß es nicht. Ja, gut. Ich finde, ich habe genug erzählt für dieses Video und es ist jetzt der aktuelle Stand. Wie gesagt, erstmal vor dem Anfang war das so, oh mein Gott, als ich den Stundenplan erstellen musste, erstmal Mental Breakdown. Dann die erste Woche war ich total euphorisch, als es dann anlief, ich die alle kennenlernte und wie gesagt abenteuerlich. Und irgendwie hatte ich dann so voll das Hoch. Und dann in der zweiten Woche hatte ich aber schon so einen kleinen Hänger, wo ich mir dachte, aber das mache ich jetzt auch nicht bis zum den Rest meines Lebens, oder? Wobei ich sagen muss, das bleibt ja abwechslungsreich. Ich meine, ich werde ja nicht immer die gleichen Schüler begleiten. Das wird ja auf jeden Fall ein Schuljahr lang gehen. Und ich meine, bis zu den Sommerferien ist es auch nicht so mega lang. Und ich werde ja immer andere auch dann reinbekommen. Dadurch bleibt es ja dynamisch, sage ich mal. Und das Schöne ist, dass die auch andere Sachen machen. Also zum Beispiel, es ist halt sehr sozial. Die haben halt auch so ein Schulprojekt, wo man irgendwie morgens in die Schulen geht und die Lehrer unterstützt. Und das findet halt aktuell, glaube ich, steht das noch nicht zur. Also weiß man nicht, ob es stattfindet. Ich glaube, das wäre ab Oktober. Und da meinten die auch schon zu mir, also wenn ich halt viele Stunden machen will, dass sie dann auch denken, dass ich da dann halt am Start sein könnte. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Also ja, stelle ich mir cool vor. Und Lehrer sein, das ist halt auch so ein Ding. Ne? Viele sagen dann halt auch zu mir, hä, warum bemühst du dich dann nicht irgendwie, dir noch den pädagogischen Teil so ein bisschen anzueignen und dann als Quereinsteiger Lehrerin zu werden? Ich meine, ich habe ja auch Türkisch studiert, Islam studiert, Religion studiert. Irgendwie, ich könnte ja das unterrichten auch in Schulen, auf jeden Fall. Ich will aber nicht. Also, das normale Schulsystem ist halt einfach nicht mein Fall irgendwie. Und so in der Klasse dann vor 30 Kiddies, da bin ich halt, also das wäre auf Dauer, auch wenn ich das nur ein paar Stunden machen würde, das ist schon heftig. Also da braucht man ein dickes Fell, das habe ich nicht. Wie gesagt, mit den Einzelleuten komme ich klar, aber dann ist mein Pensum auch voll. Ich merke auch, ich habe ja jetzt quasi vormittags immer frei und dann nachmittags bin ich halt am Unterrichten bis abends. Und ich merke, wie dolle ich wieder meine Me-Time brauche. Also mein Tag ist eigentlich gelaufen, wenn ich direkt am Morgen schon am Handy bin und nichts für mich selbst mache und eigentlich nur rumdaddel, dann ist mein Tag so richtig verschwendet. Kriege ich richtig miese Laune. Ich muss erstmal in Ruhe so Morgenroutine machen für mich und so ein bisschen rum. So ein bisschen schön in den Tag starten mit mir selber, damit ich dann auch überhaupt die Kapazität habe, mich mit dem Ganzen dann am Nachmittag da so auseinander, also überhaupt dann zu arbeiten, so, ne? Und dann ist auch meine Sozialbatterie so am Ende des Tages auch gut aufgebraucht. Aber es gibt einem auch viel. Also es sind auch viele Erfolgserlebnisse, die man da hat. Es kommt halt immer drauf an, wenn man halt sieht, so wie die aufblühen, die Kinder oder
wie man ihnen wirklich helfen konnte, wie man ihnen das Leben ein bisschen leichter macht, weil sie nicht alleine sind mit ihren komplizierten Hausaufgaben oder so. Ja, das erfüllt mich sehr. Und auch wenn die Familien dann so süß sind und sich immer so überschwänglich bei mir bedanken und so, das ist halt auch voll süß. Also es gibt einem auch viel, aber es ist halt schon anstrengend und in der Schule noch viel krasser. Und ich finde, das darf man auch nicht unterschätzen. Und Lehrer sein ist auch nicht einfach so, oh, wieso, hast ja voll die chilligen Zeiten und hast ja immer Ferien. Ja, Pustekuchen, aber dafür musst du während der Schulzeiten, du hast ja die Nachbereitung, Vorbereitung. Es ist nicht einfach, ich habe jetzt Schulschluss und ich mache jetzt meinen Kopf zu. Du musst dir auch ein bisschen überlegen, was du mit denen machst und dann musst du ja auch noch die Tests und so korrigieren. Und klar, ich muss als Nachhilfelehrerin das auch ein bisschen machen, dass ich ein bisschen was vorbereite, damit ich irgendwie was im Petto habe. Aber ich kann auch vieles einfach spontan machen. Also es geht, wisst ihr? Aber wenn du halt so einen Unterricht konzipierst, sieht das Ganze nochmal anders aus. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe halt keinen Bock drauf. Ne? Ich wollte halt eine Teilzeitstelle und die habe ich jetzt. Und die mache ich jetzt erstmal. Und dann gucke ich mal, wie das läuft. Mal gucken. Und dann, ja. Also, wenn ich mein erstes Gehalt Anfang nächsten Monats oder so, ne, auf meinem Konto sehe, dann ist diese Manifestation dann auch für mich letztendlich völlig abgeschlossen. Also, der Umzug nach Hannover, das habe ich gemeistert dieses Jahr, abgeschlossen und Job finden. Und wie wirklich wieder selber für meinen Lebensunterhalt und mein Leben einfach verantwortlich sein, eigenverantwortlich irgendwie mein Leben hier bestreiten, ohne von irgendetwas abhängig zu sein, habe ich dann auch wieder manifestet. Und dann muss ich mal schauen, was überhaupt mein nächster Wunsch ist. Ich dachte eigentlich, mein nächster Wunsch ist, dafür zu sorgen, dass ich diesen Sommer unbedingt, also wirklich in die Türkei kann. Aber ich weiß noch nicht, Leute, ich weiß noch nicht. Ich habe nämlich auch Angst, also impfen möchte ich mich eigentlich nicht unbedingt. Und ich habe halt auch Angst vor den Tests auch. Deswegen, I don't know. Ich hoffe echt, dass das alles so an mir vorbeizieht und dann irgendwann durch ist dieses Thema. Aber mal gucken. Viele sind so, ja, dieses Jahr wird das noch alles gehen, aber dann wird das durch sein. Aber ich habe halt auch schon so, die Leute stellen ja die verrücktesten Theorien zu dem Ganzen auf. Und manche sagen so, das wird sich jetzt noch 2 Jahre ziehen oder so. Ich mache mich schon mal aufs Worst Case, also ich mache mich schon mal fürs Worst Case bereit und überlege mir dann individuell, was ich wirklich will und was ich bereit bin, dafür über mich ergehen zu lassen, weil es ist ein über sich ergehen lassen. Egal, was wir jetzt machen, es ist nicht cool. Also es ist jetzt nicht, es ist kein Zuckerschlecken. Das ist irgendwie schon so, oh Gott, ich will gar nicht auf das Thema eingehen. Nee, 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 nee. Kommt, wir gehen gar nicht auf das Thema Impfen ein, das haben wir. Und gar nicht auf diese ganzen Maßnahmen und Corona, vielleicht in einem anderen Video. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich da mal wieder was zu sage, aber ja, eigentlich will ich das auch gar nicht mehr so wirklich. Ich glaube, ich beende dann dieses Video auch. Ich habe genug gelabert. Ich habe jetzt echt wirklich von Ende 2019 bis, ey, wir haben halt auch schon Mai 2021 zusammengefasst, was beruflich vor allem oder so halt in meinem Leben abging. Ich bin gespannt auf alles, was noch kommt. Es hat gerade auch richtig gut getan, einmal über alles zu reden und mir auch selber klar zu machen, was ich jetzt in letzter Zeit erreicht habe und an welchem Punkt ich jetzt stehe und ja, was, dass ich jetzt eigentlich meine nächste Aufgabe so ein bisschen darin sehe, mir irgendwie wieder Gedanken zu machen, was ich auf Social Media so machen will und halt, wie ich meinen Sommer verbringen will. Das ist bei mir gerade so im Kopf. Und das ist mir sehr wichtig. Das ist so richtig, zum Beispiel dieses, wie will ich eigentlich meinen Sommer verbringen? Das könnte zum Beispiel mein nächstes Manifestationsziel sein, also mein nächstes Ziel 2021. So. Ich werde das jetzt nämlich echt so Step by Step angehen. Ich will das nicht machen, dass ich irgendwelche 5 Sachen oder so auf einmal habe. So, ich höre jetzt wirklich auf zu labern. Ich habe so viel erzählt, Leute. Okay. Danke fürs Zuschauen.
Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, eure Gedanken dazu könnt ihr mir gerne in den Kommentaren da lassen. Und wenn nicht, freue ich mich über einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Video. Ciao.